Sind wir wieder im Alter? Nun ja. Und das ist sie, die perfekte Wohnung für den Ruhestand. Das sind wir allerdings. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wie das läuft. Hm? Ich meine, wir sind ja nicht nur zufällig vor uns zurückgesprungen, stimmt's? Es gibt ein Muster. Bei all unseren Patienten haben wir mit dem Punkt in jüngster Vergangenheit angefangen und sind schrittweise vorgearbeitet. Und in diesem Fall hat es auch so begonnen. Bei den ersten paar Erinnerungen aus seinem hohen Alter war alles ganz normal. Aber dann wurden wir irgendwie zurückgeschleudert. Ganz bis zu seiner frühesten zugänglichen Erinnerung. Die haben wir abgeschlossen und sind dann wieder zurückgesprungen. In sein Alter, wo wir zuletzt waren. Danach ging es wieder in die jungen Jahre, weiter voran. Und einmal mehr ins Alter, weiter zurück. Diese Sprünge haben keine zufällige Anordnung und sie folgen nicht einfach irgendeinem Muster. Es ist das Muster eines sich verringernden Orbits. Es ist fast so, als ob uns etwas anzieht und wir auf ein Gravitationszentrum zutrudeln. Ein Gravitationszentrum, was? Mal abgesehen vom für Physik unpassenden Kontext, was glaubst du steckt dahinter? Irgendein ach so tiefsinniges Ereignis voll melodramatischer Pein, das unseren weiteren, werten Herrn hier traumatisiert hat? Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja so eine Erinnerung, aber... Vielleicht ist es etwas anderes. Etwas anderes? Was soll hier denn noch sein außer Erinnerungen? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Es ist nur, wir haben viele Patienten gehabt und nie hat eine Erinnerung so etwas ausgelöst. Na gut, ich schätze mal, dass hier ist dann keine Routine. Wir werden sehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Finding Paradise. Beim letzten Mal, ja, haben wir gemerkt, dass hier mit den Erinnerungen wieder mal irgendwas sehr seltsam ist, denn... Ja, wir sind auf einmal in den Kindheitserinnerungen gelandet und springen jetzt momentan immer zwischen den Alters- und den Kindheitserinnerungen hin und her. Und jetzt sind wir momentan wieder beim Alter, wo sich Colin und seine Frau wohl gerade dieses Apartment hier kaufen, in dem sie später dann auch leben. Dann gucken wir doch mal. Ein Schlafzimmer mit Balkon und für Stauraum gibt's einen Dachboden. Wie oft gibt's Wohnungen mit Dachboden, hä? Und dann noch der Seeblick. Aber ich dachte, die See ist auf der anderen Seite des Gebäudes. Ja, aber dies ist eine Eckwohnung. Sie können ihn sehen, wenn Sie auf dem Balkon einen Spiegel rausstrecken. Sehr gut. Bitteschön, eine Broschüre für Sie. Okay, interessant. Naja. Bitte verzeihen Sie das Chaos im Wohnzimmer. Die Vorbesitzer mussten eilig ausziehen. Warum bloß? Ist es ruhig hier? Oh, ja, Ma'am. Hier herrscht Grabesstille. Ich meine, ja, es ist friedlich. Tut mir leid, ich arbeite das erste Mal als Makler. Oh ja, dafür macht das ja nicht schlecht. Naja, wobei, sonderlich gut verkaufen tut er das Ganze auch nicht. Sie sagten, es gibt einen Balkon. Yep, mit einer tollen Aussicht und so hoch gelegen, dass man bestimmt runterfallen kann. Und ich meine, einen Balkon, den hat sie. Okay, er ist wirklich nicht sonderlich gut. So, hier wird die Küche vorgestellt, hä? Und das ist die Küche. Achten Sie auf die Wände. Wie Sie sehen, gab es hier noch keinen einzigen Brand. Klar, wenn doch, wäre hier ja auch alles abgebrannt, da hier viel Holz verbaut wurde. ich meine, natürlich wird das nicht passieren, denn Sie sind bestimmt vorsichtig, stimmt's? Toll. Ich schätze, was ich sagen will, ist, Brandschutz ist sehr wichtig. Ja, machen Sie auch was dafür, ist dann die Frage. Hören Sie, es tut mir leid. Ich bin noch ganz neu im Job. Okay, das ist nochmal das Gleiche. Okay, das ist hier immer das Gleiche. Ah, der tut einem ja fast schon ein bisschen leid, ne? So, kann man auch auf den Dachboden? Ja. Hier ist jetzt natürlich noch nichts. Ein Dachboden in einer Wohnung. Ist das nicht fantastisch? Ich glaube, dieses Stockwerk wird ansonsten für die Heizung und die Versorgungseinrichtung des Gebäudes verwendet. Wenn irgendwas im Gebäude explodiert, dann wäre das wohl ziemlich nah hier dran. Oh, sehr schön.
Sergej, ich versuche gerade, mich vor den merkwürdigen Erinnerungssprüngen zu gruseln, aber das hilft nicht. Andererseits ist es schon etwas seltsam, dass sie nur einen Dachboden ausgebaut haben. Beziehungsweise, dass sie nur einen, wahrscheinlich ist die Betonung auf einen, dass sie nur einen Dachboden ausgebaut haben. Warum, verstehe ich allerdings auch nicht, warum die ganzen anderen Wohnungen keinen Dachboden gekriegt haben. Ich meine, dort, wo die Heizung vielleicht direkt da drüber ist, ergibt das Sinn, aber hier... Ich meine, bei den ganzen anderen Räumen, naja, beziehungsweise anderen Wohnungen, was liegt da denn? Die Broschüre zur Wohnung. Können wir die nicht lesen? Das hätte mich ja jetzt mal interessiert. Einfach so aus Gag. Sie sagten, dass Sie Musikerin sind, nicht wahr? Dieser Raum eignet sich perfekt für Konzerte. Allerdings ist kaum Platz für Publikum, also würden Sie wohl alleine spielen. Was irgendwie traurig ist, aber ich schweife ab. Sehr schön. Ach Gott, Fred. Und Vorsicht wegen der Stufen. Aber anscheinend haben sie Raketenhüften, also ist das kein Problem. Okay, das ist dann jedes Mal das Gleiche, ja. So, dann wahrscheinlich das letzte... Den letzten Memory Link wird es dann wahrscheinlich auf dem Balkon geben. Ich hoffe, da ist dann auch das Memento. Und wie Sie sehen, ist das der Grund, wieso das Haus Lakeview Residence heißt. Ich meine, Sie können es nicht wortwörtlich sehen, weil der See hinter uns liegt auf der anderen Seite, aber... wenn Sie links auf dem Balkon einen langen Hals machen, sehen Sie vielleicht ein bisschen vom See. Aber tun Sie das nicht, Sie würden runterfallen. Okay, weiter geht's. Ach ja. Er ist schon ein bisschen witzig. So, er bleibt hier noch draußen. Es gibt aber keinen Memory... weder Memory Link noch Memento. Also, was halten Sie davon? Nun ja, sie ist schön ruhig. Mir gefällt sie. Mir auch, aber... Sie hätten mir noch besser gefallen, wenn Sie einfach den Mund gehalten hätten, Fred. Ja, das war nicht gerade hilfreich, nicht im geringsten. Wenn Sie nicht der Bruder des Freundes meines Cousins wären, wären wir hier schon rausspaziert. Oder eher rausgerannt. Tut mir leid, ich bin kein guter Verkäufer. Also, verzeihen Sie meine Direktheit, aber nehmen Sie sie? Denn es gibt eine Kaution, wissen Sie, und theoretisch könnte ich mich damit aus dem Staub machen, aber ich verspreche... Reden Sie nicht weiter, wir nehmen Sie. Sehr toll. So brauchen wir noch das Memento, ne? Gott sei Dank, meine Frau hätte mich umgebracht, wenn ich diesen Monat wieder nichts verkauft hätte. Achso, warte mal, ist das da wieder die Broschüre? Hat er da schon wieder einen Flieger draus gemacht? Hä? War das nicht gerade noch eine Broschüre? Tja, er hat sie wohl gerade gefaltet. Wo liegt das Problem? Nun, wenn ich das richtig sehe... Ah, okay. Da das ein Memento ist, ist es irgendwie seltsam, dass es materialisiert ist, ohne dass wir es bemerken. Jedenfalls, wenigstens ist es praktisch so. Ich habe keinen anderen Ausweg aus dieser Erinnerung gesehen. Ja, das stimmt. So, dann mal schön wieder hier weiter. Jetzt geht's wahrscheinlich dann wieder in die Kindheit, so wie ich das verstanden habe. Achso, ja. Vorbereiten und aktivieren. So, der Flieger. Das geht nicht wegen der... Okay. Das Ding kann ich gar nicht bewegen. Okay, dann machen wir es so und dann einfach nach hier oben. Reicht das schon? Sehr schön. Das reicht für die 100%. So, dann mal ab. Naja gut, wir wissen ja, dass der gute Colin Papierflieger mochte, ne? In seiner Kindheit. Das ergibt also durchaus Sinn, dass wir jetzt wieder in der Kindheit landen. Und wieder zurückgeschleudert, was? Ja, deine Theorie ergibt immer noch Sinn. Okay, lass uns wetten. Was? Na, wir wetten darum, was diese Anomalie verursacht. Deine Theorien gegen meine. Hast du nichts Besseres zu tun? Na, dann darf ich eben zuerst meine Theorie nennen. Ich wette $10, dass es um ein Mädchen geht. Bist du jetzt auf einmal ein Romantiker geworden? Nö, bloß ist es doch so, bei sowas geht es immer um ein Mädchen.
Es geht nicht immer um ein Mädchen, Neil. Außerdem haben wir sicherlich genug von seinen eigenen Erinnerungen gesehen, um zu wissen, dass er glücklich verheiratet ist und... Hey! Was machst du denn da oben? Ja, genau, du! Jeden Tag sehe ich dich dort oben so stehen. Was guckst du dir immer an? Da bist du ja. Und hast du einen Namen? Du hast doch einen Namen, oder? Colin. Was? Ich höre dich nicht. Ich sagte, ich heiße Colin. Hä? Was macht denn dein Colli? Was? Nein, lass mich schnell. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Okay. Hatte Neil doch recht, es geht um ein Mädchen. Ja, gucken wir mal, was er macht. Der Vogel ist nicht da. Ja, das hätte mich auch gewundert. Lass mich raten, er baut einen Papierflieger, oder? Er schreibt was. Ah ja, er baut... Ach so, okay. Alles klar. Hier ist der Ausgang, so war das. Hey, ich werf jetzt diesen Papierflieger rüber. Da habe ich was draufgeschrieben. Einfach fangen, okay? Ich wollte gerade sagen, sprich doch einfach lauter, aber... Okay. Okay, dann los. Warte mal. Dieser dumme Junge hat kein bisschen Respekt vor den Gesetzen der Physik. Er ist höchstens 9, Neil. Hey, das macht nichts. Du musst dich konzentrieren, okay? Schau einfach nur auf mich und wirf so fest du kannst. Wenn du dich genug anstrengst, schaffst du es bestimmt. Ich glaub an dich. Okay, ich schaff das. Dann los. Du hättest die Entschlossenheit in deinem Gesicht sehen sollen. Das ist nicht lustig. Du kannst nicht gegen den Wind anwerfen, du Dummerchen. Egal, wie sehr du dich anstrengst. Was hast du denn gedacht, was passiert? Ich geh rein. Okay, warte doch. Bleib hier. Also, Colin, stimmt's? Ich dachte, du hast mich nicht gehört. Tja, nun, ich glaube, ich habe dich sogar auf dem Schulweg gesehen. Was hast denn das mit... Du gehst zu der, die von hier aus hinter dem Wald liegt, richtig? Ja? Oh, tja, ich gehe zu der direkt gegenüber von deiner. Die Privatschule? Ganz genau. Du Glückspilz. Warum? Naja, weil die so exklusiv ist und viel Geld kostet und so. Das stimmt wohl. Aber alle da sind Snobs. Wirklich? Nö, ich versuche bloß, dich aufzumuntern. Hey, lass uns doch nächstes Mal zusammen zur Schule gehen. Wieso? Weil ich dich mag, du Dummerchen. Du bist zwar dumm, aber nicht zu dumm. Was soll das denn heißen? Außerdem hast du von den Bärenangriffen im Wald gehört? Nein, ich habe höchstens Dachse gesehen. Oh ja, was hast du denn gehört? Ach, ich habe auch nichts gehört. Aber darum bin ich ja gerade misstrauisch. Es ist ein bisschen zu ruhig. Jedenfalls haben wir praktisch den gleichen Weg, stimmt's? Wir sollten zusammenbleiben. Wahrscheinlich schon.
Was war das denn? Hm? Sie ist einfach reingelaufen, als sie rausgekommen sind. Naja, es ist nicht so ungewöhnlich, wenn Kinder sich vor ihren Eltern fürchten. Als ich noch klein war, kannte ich mal ein Kind mit einer total gruseligen Mutter. Hab gesehen, wie sie ihm den Hintern mit einem Teigschaber versohlt hat. Ihre Brownies habe ich nie mehr gegessen. Fay, okay. Dann gucken wir uns die Notiz auch mal an. Das Mädchen vom Balkon gegenüber. Die Beschreibungen sind immer richtig hilfreich. Na, da freut sich ja einer. Das Kind spinnt. Ach, Neil, du bist halt schon... Oh, das ist das Memento. Oh, noch eine Uhr. Wehe, du rührst auch nur einen Finger. Die hier übernehme ich. Lass sie mich wenigstens für dich abnehmen. Nein! Lass es einfach. Die hängt nicht mal so hoch. Wir müssen sie nicht abnehmen. Naja, soll ja wahrscheinlich auch ein Kind drankommen. Im Bücherregal liegt ein Plüsch-Rudog. Sieht nicht aus, als ob er viel damit spielt. Armer Rudog. Das ist nochmal das Gleiche. So, wir brauchen natürlich noch Memory Links. Das wäre noch ganz nett. Wahrscheinlich sind die hier im, ja, im Wohnzimmer. Und er guckt mal wieder Fernsehen. Unser heutiges Klassik-Gitarrenkonzert präsentiert Miau Miam. Miau Mampf. Miau Miam. Miau 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 Miau. Oh Gott, was ist das denn? Warum kann unser Werbesong nicht so ein Ohrwurm sein? Das wäre traumhaft. Als nächstes zu unserer Reihe alter Klassiker. Der Pate. Warte mal, irgendwie will ich sehen, was jetzt kommt. Ach ja, ist ja alles nur seine Erinnerung, mehr oder minder, ne? Dann wieder wünschte ich, als hätte ich... ich hätte als Kind den Fernseher für mich allein gehabt. Für dich und für Rudok. So, da ist die Notiz von seinen Eltern. Eine verschwommene Nachricht von Collins Mom. Da erinnert er sich nicht mal so richtig dran, oder wie? Okay, wir brauchen ja noch einen Memory Link, das gibt's doch nicht. Vielleicht nochmal auf den Balkon? Ah ne, guck mal. Da sitzt er doch. Übt Cello, hä? Warum übt er im Badezimmer? Na, weil die Badezimmerakustik dafür sorgt, dass der Ton fantastisch klingt. Klingt, als ob du dich auskennst. Als ich früher Triangel gespielt habe, habe ich das ständig gemacht. Das war nicht so gut. Wow, nicht mal die berühmte Badezimmerakustik kann diese Murks retten. Okay, lass uns von hier verschwinden, bevor er unsere Ohren wieder mal trittieren kann. Ach, Neil. Ein Glück, dass er dich nicht hören kann, ne? Das wäre schon ein bisschen... Naja. Okay, dann ab zur Uhr. Schon wieder eine Uhr, dass die Uhren in seinem Leben so wichtig waren, hä? Dass das immer Mementos sind. Normalerweise sind das ja Gegenstände, die besonders wichtig für einen sind. Und jetzt ist es schon zweimal einfach nur irgendeine Uhr. Oh Gott, was ist das denn? Manche Bereiche fördern die Erinnerung, andere das Vergessen, so. Immer so. Das war jetzt dumm, was ich gemacht habe. So, und dann einmal hoch. Reicht das schon? Oh, ich muss das nochmal machen. Boah. Dann halt nochmal. Ist wahrscheinlich nicht der cleverste Weg, das zu tun, aber ich mach's jetzt einfach so. Das funktioniert auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist das Rote dann das Vergessen irgendwie. Aber wir wollen uns ja erinnern, nicht vergessen, ne? So, dann aktivieren wir mal. Ach, jetzt sind wir natürlich wieder im Alter. Man sucht dich schon. Nervös wegen deines letzten Auftritts hier? Ich bin nicht nervös. Es ist nur, ich habe so viele Jahre in diesem Theater gespielt. Es fühlt sich komisch an, dass dieses Mal einfach das letzte Mal sein soll.
Naja, man kann nie wissen. Wir können das Theater immer noch besuchen. Es verschwindet ja nicht. Übrigens habe ich gesehen, was du spielen wolltest. Nicht mein anspruchsvollstes Stück, was? Naja, ich mochte es irgendwie, aber du nicht, dachte ich. Es ist mir wohl ans Herz gewachsen. Wusste ich's doch. Nur ein klitzekleines bisschen. Hey, wir haben noch etwas Zeit, bis das Konzert losgeht, richtig? Hol dein Cello und spiel ein wenig mit mir. Das sollte mir helfen, mich zu beruhigen. Ich dachte, du bist nicht nervös. Ja, Collins letzten Flug haben wir ja schon gesehen. Das ist dann wohl das letzte Konzert von Sophia. Die Musik ist auf jeden Fall wieder schön. Time is a Place heißt das, hieß das Lied, glaube ich. Ich konnte die Noten jetzt aber nicht so schnell lesen. Was faulunst du da oben rum, Ash? Ach komm schon, ich hab schon eine ganze Reihe Stühle aufgestellt. Ich hab sogar einen Namen gegeben, Ashers Reihe. Jeder, der sich hinsetzt, muss eine Gebühr zahlen. Ach ja, dann brauchst du ja kein Taschengeld mehr. Nicht witzig, Dad. Oh, sag mal, wo ist denn Mom? Bin ich sicher, ich geh sie mal suchen. Darum musst du deinen Hintern hier runterschwingen und mithelfen. Na gut. Er baut jetzt Stühle auf, okay. Und er geht jetzt wahrscheinlich mit Sophia sprechen. Da sind sogar schon Leute, guck mal einer an. Aber mit denen kann man leider nichts machen. Also ich kann nicht hören, was sie sagen. Mann, genau der richtige Ort zum Stuhl-Pac-Man zu spielen. Wacka, 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 wacka. Ach, Neil. Aber ich meine, das sieht er doch so gar nicht. Aber ey, man könnte Pac-Man draus machen. Tatsächlich. So, hast du noch was? Der Junge wird so schnell klein. So kann man das natürlich mal auch sehen. Huch. Was zum... Ach, das ist das Konzert jetzt. Es wechselt in eine andere Erinnerung. Okay. Oder auch nicht. Weißt du, was das gerade war? Woher soll ich das wissen? Na, du bist immerhin der Techniker. Und zugegebenermaßen ist das ja nicht die einzige Merkwürdigkeit auf dieser Reise. Bist du dir sicher, dass du keinen Draht vergessen oder eine Kalibrierung übersprungen hast? Wie kannst du es wagen? Meine Kalibrierungen sind so makellos wie Bambis Hintern, nachdem er seinen Flecken verloren hatte. Okay, okay, ich meine ja nur, du solltest wachsam bleiben. Ja, okay, irgendwas passiert hier scheinbar. Hey, habt ihr Sophia gesehen? Schau mal in den Probenräumen nach, ich hab sie auf dem Weg dorthin gesehen. Danke, mache ich. Und übrigens, besucht uns mal. Dass sie hier spielt, wird uns fehlen. Klar, machen wir. Und sie haben es nie getan. Das weißt du nicht. Ah ja, er kann sich nicht mal mehr an die Gesichter erinnern, von daher... kann man davon ausgehen, dass sie es nicht so sonderlich häufig getan haben können, ne? Ich meine, wenn der ihm so wichtig gewesen wäre, na gut, wobei es war ja wahrscheinlich eher Sophia wichtig. Die erinnert sich vielleicht noch an die Gesichter. So, dann gucken wir mal. Da ist er. Wer hat die schönste Nase? Ja, genau du. Oh ja, du, die hast du allerdings. Was glotzen sie so? Okay. Das war wichtig. Und, was willst du spielen? Ist nicht wirklich wichtig. Warum spielst du nicht deine Tonleitern und ich spiele die Begleitung? Ha, wollen wir dich beruhigen oder mich? Ich finde eben die einfachen Dinge befreiend und entspannt. Na gut. Tonleitermelodie. Man muss ja eins sagen, der Kangao schafft es wirklich einfache Stücke, wenn das halt, das scheint ja dann wirklich wieder nur die Tonleiter zu sein für das Cello,
schafft es ja wirklich einfache Stücke immer wieder super gut zu klingen zu lassen. Ich meine, das Stück damals For River oder To the Moon, wie es später hieß, das war ja an sich auch ein recht einfaches Stück. Das waren ja immer wieder die gleichen Noten nur. Und es hat einfach super geklungen, ne? Von Sophia gespielt zur Begleitung von Collins Tonleitern. So, wir brauchen ja noch ein Memento, ne? Mann, sie macht die ganze Arbeit, während er nur Tonleitern spielt. Hast du nicht mal im Schulorchester Triangel gespielt? Ja, und die Triangel ist eines der facettenreichsten und am meisten missverstandenen Instrumente überhaupt. Aber wir haben immer noch kein... Ah, da ist es, das Memento. Oh Gott, Neil darf wieder. Ah, er muss sich noch immer erholen. So, dann machen wir mal wieder mal ein Cello. Es sind immer die gleichen Mementos, kann das sein? So, ich kann eigentlich nicht gar nicht so viel bewegen. Warte mal. Ach, da kommt eine Uhr raus. Na gut, eine Uhr will ich ja nicht. Ich brauche ja Cellos. Was passiert denn? Ach nee, das geht ja nicht. Okay. Und wenn ich das so mache? Dann kommt da auch eine Uhr raus. Ich kann ja die Uhren auflösen. Ah, okay. Das geht nicht. Ich kann ja gar nicht so viel bewegen. Das ist ja schrecklich, ey. Ah, es sind blaue und lila Uhren auch noch. Oh. Ich meine, der muss schon mal dahin. Und jetzt muss ich irgendwie das noch runterkriegen hier. Das wird irgendwie nichts. Das irgendwie auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich sagen. Toll, das sind jetzt drei blaue, aber... So. Nee, jetzt ist wieder was im Weg. Das war irgendwie dumm. Okay, warte mal. So, jetzt kann ich hier was wegmachen. Puh, ist ja anstrengend diesmal. Das war auch irgendwie nicht so hilfreich. Aber ich muss die da noch ein Stück runterkriegen. Oh. Ups, das war gar nicht so geplant, aber ich hab's hingekriegt. Das war irgendwie komplexer diesmal. Ah, die Musik ist schön. Hm, weißt du, was komisch ist? Was denn? Das ist eine Erinnerung an das letzte Konzert seiner Frau, aber vom Konzert selbst haben wir nichts gesehen. Vorhin ist es kurz aufgeflackert, nehme ich an. Trotzdem, ziemlich selbstfokussiert, nicht? Möglich, aber es kommt darauf an. Was wir hier sehen, ist immerhin vor allem davon beeinflusst, was er wirklich bereut. Sprich, was wir hier sehen, hat mehr damit zu tun, was er bedauert, als damit, was ihm wichtig ist. Na, irgendwas passt doch trotzdem nicht, finde ich. Aber gut, wir sehen uns auf der anderen Seite.